Manfred Siller ist Landwirt in Schäffau am Tennengebirge. Er macht seit mittlerweile 25 Jahren biologische Kreislaufwirtschaft. Manfred gewinnt Energie für den Hof und die Gastwirtschaft über eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach und das gesamte Gebäude wird über eine Erdwärmepumpe geheizt, die sich auf 1000 Quadratmeter in rund 1,5 Meter Tiefe befindet. Wir haben zusätzlich auch noch natürlich eine kältetechnisch eine Wärmerückgewinnung installiert für den Frischwasserbereich, wo sämtliche Kühlanlagen, die auch als Blockanlage gebaut sind für den Hausbereich, für die Gastronomie und wo wir auch entsprechend Warmwasser auch schon vorwärmen können. Und um den Kreislauf zu schließen, haben wir uns 2015 entschlossen, energetisch in der Landwirtschaft von der Silowirtschaft rein auf die Heuwirtschaft umzustellen. Und dies hat auch nach Sicht gebracht, dass wir uns über Gedanken über eine Heubelüftung eine neue Gedanken gemacht haben. Und da haben wir dann eine sehr tolle Kombination mit Photovoltaikanlage und Unterdachabsaugung gefunden, die wir dann 2018 hier am Betrieb realisiert haben. Ja, bei Heutrocknung muss man unterscheiden zwischen der Bodentrocknung, wo man das Heu nur draußen trocknen lässt, oder eben der technischen Heutrocknung, wo das Heu unter Dach dann fertig trocknet wird. Und wir empfehlen auf jeden Fall die technische Heutrocknung, wo man entweder im einfachsten Fall mit einem Lüfter das Futter noch nachbelüften tut. Das geht dann weiter, dass man übers Dach zum Beispiel mit einer Dachabsaugung eine warme Luft vom Dach runterholt und mit der warmen Luft das Heu trocknet. Oder eben auch ganz mit der technisch am höchsten wertige Heutrocknung, dass man mit einem Luftentfeuchter zum Beispiel Tag und Nacht dann für trockene Luft und für beste Qualität dann auch sorgen kann. Zu den Vorteilen einer Heutrocknungsanlage zählt neben dem Komfort, sich keine Gedanken um das Wetter machen zu müssen, vor allem die hohe Qualität des Futters für die Tiere. Ich bin eigentlich durch Zufall zu einer Exkursion mitgefahren, damals nach Tirol, und habe dort Betriebe besichtigt, die Heubelüftungen realisiert haben, aber auch Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern gehabt haben. Und da haben mich einige dieser Anlagen sehr inspiriert. Eine gute Planung ist sicher das Wichtigste, bevor man so eine Investition macht. Man sollte sich Meinungen von Fachleuten holen und aber auch natürlich andere Betriebe anschauen, informieren, Fragen stellen, sich das anschauen, wie andere das machen und dann den eigenen Schluss ziehen, wie man diese Anlage oder dann wie man das Projekt dann bei sich umsetzen möchte. Das Herz der Trocknung sind die Heuboxen. Über einen Ventilator wird die Luft in den Heuboxen verteilt und es kommt zu einer gleichmäßigen Trocknung. In der Landwirtschaft gibt es viele Möglichkeiten, um mit erneuerbarer Energie Strom zu erzeugen. Informationen dazu erhalten Sie bei der Landwirtschaftskammer Salzburg oder bei der Energieberatung der Salzburg AG.